Endless Space 2 könnt ihr jetzt auch spielen. Ihr müsst gar nicht unbedingt mehr diese Let's Play-Reihe hier schauen, die Nosferatu und ich, Writing Bull, hallo, gemeinsam aufnehmen. Ihr seid immer noch da, ihr wollt trotzdem weiter mitgucken. Okay, dann sehr, sehr gerne. Bislang haben wir aufgenommen mit einer Vorab-Version, der Early Access-Version. Jetzt ist das Release da, dieser noch unfertigen spielbaren Version, was allerdings leider bedeutet, dass wir unser Save nicht mehr laden können. Und deshalb wollen wir einfach eine neue Partie starten, allerdings viel, viel schneller spielen als beim letzten Mal, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo wir etwa auf dem Entwicklungslevel sind wie beim ersten Mal. Das sollte nicht allzu lange dauern, wenn euch die ganze Hintergrundgeschichte nicht mehr so ausgiebig erzählen und die Features, die wir schon mal erklärt haben, natürlich kein zweites Mal erklären. Und erst ab dann, wenn was Neues kommt, dann legen wir in aller Ausführlichkeit los. Neues Spiel mit Nosferatu. Hallo. Moin, das heißt, ich werde mich wahrscheinlich darauf konzentrieren, Writing Bull immer zu sagen, nein, nein, du musst dorthin klicken, nein, du musst dahin klicken, mach doch lieber was anderes. Also definitiv. Das Spiel nur in wesentlich schneller und ganz dichter. Genau. Ganz genau, so ist es definitiv, denn ich bin immer noch ein Vielspielerspieler, der nebenbei noch irgendwas anderes zockt. Galaxy Shape, das hat man gemacht. Wir haben Spiralnebel, kleine Weltgröße. Wir hatten eine Small gewählt oder hatten wir Tiny gewählt? Weißt du das wir noch? Wir hatten Small, aber wir können natürlich jetzt auch auf Medium gehen, wenn wir wollen. Also man muss sagen, diese Version hier, die Early Access Version, die ist begrenzt auf eine bestimmte Anzahl von Runden. Ich glaube, es sind 100, nicht? Ja, das sind 100 Runden. Das wird allerdings nächste Woche in einem Hot Patch weggehauen. Und okay, es waren ursprünglich 100 Runden. Zum Release waren es dann schon 125 und dann haben wir es ihnen komplett ausgeredet. Nächste Woche sind es gar keine Begrenzung mehr. Wir, das sind die VIP-Fans, der Kreis der Edelfans, die Entwickler nah, denen zuarbeiten. Da gehört ja Nosferatu dazu. Dann können wir auch eins größer gehen. Wie viele Gegner werden wir dann haben? Lass uns mal so machen. Wer weiß, lass uns mal eine etwas kleinere Weltgröße nehmen. Und dann nur 4 Gegner, damit wir einmal jedes andere Volk haben. Okay. Ja, es wäre sonst echt Quark. Normale Spielgeschwindigkeit, normale Schwierigkeit. Und ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Wir spielen mit den Vanyani. Und auf geht es rein. In unserem Endless Space Unterforum eines Community Forums, community.writingbull.de, gibt es mittlerweile viele Diskussionen schon zum Spiel. Falls ihr vorbeikommen wollt, sehr, sehr gerne, seid ihr herzlich eingeladen. Auch ein gewisser Nosferatu ist dort, liest dort mit, schreibt dort mit und beantwortet hin und wieder Fragen. The Church on High. Ach, das ist einfach nur die Hintergrundgeschichte? Mehr oder weniger, ja. Können wir uns auch schenken und eine Stufe weiter, weil die hatten wir ja alle schon lang und breit erklärt, wie das funktioniert, warum wir das machen. Das lassen wir auch alles weg. Ist allerdings auch neu, das hat man, glaube ich, beim ersten Mal nicht gesehen. Tutorial entfernen ja, das wir. Können wir entfernen. Denn wir haben ja aber dich dabei. Hm? Genau, ich bin sozusagen dein Tutorial-Ersatz, aber es macht halt Sinn für Spieler, die sonst gar keine Ahnung davon haben, dass man sie nicht komplett aus sich selbst überlässt. Definitiv. Hier sind wir. Das ist unser Heimatsystem. Das ist unser Mutterschiff. Das sind unsere Erkundungsschiffchen. Ein Blick in das System selbst hinein. Und wir stellen fest, ja, leider nur einen einzigen Planeten, den wir im Augenblick kolonisiert haben und der kolonisierbar ist. Alle anderen leider nicht. Doof. Hätte besser laufen können. Ja, Dschungel ist auch auf Ära 2 gemünzt. Das ist also auch nicht so wahnsinnig toll. Nee, also da müssen wir jetzt ganz, ganz tapfer sein. Und mit dem Mutterschiff, jetzt wollen wir erstmal bauen, das Baumenü aufrufen. Und damit hatten wir, glaube ich, immer angefangen mit dem Drone Network. Dass hier einen Basisertrag gibt überall, okay? Genau. Und dann wollen wir. Ist dir schon aufgefallen, wie viel Flottenpunkte jetzt unser Mutterschiff kostet? Ich vermute viel mehr als vorher. Es sind nicht mehr 3, es sind jetzt 8. Wie viele die was kosten? Du meinst nicht die Lebensessenz, sondern, Entschuldigung? Die Flottenpunkte, das heißt ach, also... Ach, da oben. Ja, nein. Stimmt. Geh mal kurz hier aus diesem Bildschirm raus, ich zeig dir, was ich meine. Ja. Dann klick mal das Mutterschiff an.
Und dann siehst du diese Satellitenschüsselanzeige in der Mitte, die dir sagt, wie viele Schiffe du in die Flotte packen kannst. Aber ein einziges Mutterschiff zählt jetzt für 8 noch kleine Schiffe. Verstehe, hier, 8 von 4. Das heißt, es ist jetzt schon zu viel. Ja. Was kann das Mutterschiff dann nicht wegfliegen? Oh, das kann wegfliegen. Das Problem ist nur, du kannst keine weiteren Schiffe mit dem Mutterschiff zusammen in eine Flotte reinpacken. Verstehe. Denn vorher konntest du einfach ein kleines Schiff nehmen, ein Mutterschiff, und danach alles aufräumen. Inzwischen muss das Mutterschiff erstmal für eine ganze Weile allein rumfliegen. Aha. Ja. Soll man die, dieses Leecher-Schiff, das bauen wir gleich als erstes, ne? Davon haben wir ja noch keine. Das können wir schon mal editieren, so wie wir es gerne hätten. Und noch etwas im Augenblick hat, ist ein... Hier die Basiswaffe und hier eine Basiswaffe. Das sind jeweils Nahkampf und ein bisschen Mittelkampf. Und das sind die beiden Support-Modelle. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel ändern, ne? Das bleibt so, wie es ist. Da kannst du momentan gar nichts ändern, was irgendwie Sinn machen würde. Lass es Schauen wir uns noch unseren Helden an. Beziehungsweise weisen den hier am besten dem Mutterschiff zu. Ja, das kannst du allerdings nur im System machen. Links ist das gleiche Porträt mit No Governor und dann, ja. Das ist unser Held. Den nehmen wir uns und den bestätigen wir jetzt. Und dann wird er dafür sorgen, dass hier alles etwas besser läuft in diesem Sternsystem. Und dann schnappen wir uns wieder unsere Erkundungsschiffchen. 2 haben wir hier davon. Nehmen uns erstmal nur eines, einen Wheel. Und schicken den wohin? Ein Blick auf die ganze Galaxie. Wir sind hier relativ im Mittelpunkt. Und schicken eins vielleicht den Arm lang und eins in die Mitte. In die Mitte gibt es aber keine Sternenverbände. Geht gar nicht. Das heißt, wahrscheinlich kommen wir von hier aus in die Mitte rein, tippe ich mal. Ich denke, wir kommen gar nicht in die Mitte rein, ohne dass wir freie Bewegung erforschen. Ich schätze mal, unsere Konstellation geht den Spiralarm lang. Dann wollen wir hier mal schauen, wo es hingeht. Und mit dem fliegen wir in diese Richtung. Und schauen mal, was uns da erwartet. Den Planeten Auriga haben wir entdeckt. Holla! Das ist jetzt aber auch lustig, dass wir gleich Auriga entdecken in der ersten Runde. Unglaublich. War das der Planet, wo auch die Akademie draufsteht, oder ist das wiederum ein anderer? Auriga ist der Planet, an dem Endless Legend gespielt hat und nicht der Planet der Akademie. Der Planet der Akademie ist zufällig jede Runde. Das heißt, wir können hier auf die ganzen Endless Legend-Kohorten treffen und können hier Endless Legend in Endless Space 2 nachspielen. Demnächst, sobald wir es diesen großen Eisplaneten hier als kolonisierbar erforscht haben. Boah, der bringt aber gute Erträge, vor allem bei der Nahrung. Ja, da fliegen wir gleich hin. Eine Runde weiter. Ich würde noch die Runde noch nicht beenden, weil du noch immer Bewegungspunkte hast und wir können gleich zurückfliegen, denn in dieser Richtung gibt es nichts mehr. Dann fliegen wir wieder hier hin. Hier geht es nicht weiter. Mit dem dagegen sind wir schon komplett unterwegs. Rechts alles mal. Ja, das und du musst noch eine gemacht. Forschung einstellen, sonst können wir die Runde gar nicht beenden. Oh, stimmt. Hier oben. Womit beginnen wir? Fangen wir doch mal wieder mit Xenologie an, damit wir unsere ganz normalen Industriebedürfnisse befriedigen können. Xenologie ist unter Xenobiologie. Achso, ich hatte Xenobiologie verstanden. Dann sind wir hier. Raus. Fing mit Xenol an. Und immerhin. Xenob. Eine Runde weiter. Geht noch nicht, weil... Doch, geht. Wie immer, während einer Aufnahmesession, wir starten gerade eine neue, werdet ihr erleben, dass WB immer munterer und Nosferatiel immer matter wird. Im Augenblick ist bei mir 7 Uhr morgens, bei dir ist es in der Nacht, du bist aber noch frisch von einem langen Tag und ich stolpere in meinen hinein. Und das wird sich im Laufe der Zeit noch umdrehen, glaube ich, unser Wachheitsverhältnis. Ja, letztendlich kannst du es immer darauf schieben, dass es noch so früh morgens ist, genau. Wenn du mal daneben klickst. Meine Trumpfkarte. Wir haben eine neue Minderheiten-Zivilisation entdeckt, die Epistis. Das sind anscheinend Maschinenwesen. Die sehen uns wie aus dem Gesicht geschnitten, oder sind wir das und wir lernen die kennen? Schwer zu sagen. Wollen wir einen Blick auf die werfen? Ja. Hier sind sie.
da haben wir ja schon mal unsere auszusaugende Fraktion entdeckt. Jetzt hast du den hässlichen Begriff benutzt, das erste Mal aussaugen. Also du musst an deinen Propagandawerten heute arbeiten. Ich muss eigentlich nicht daran arbeiten, weil ausgerechnet in unseren letzten YouTube-Videos irgendwelche Leute mit Avataren hübscher Frauen angefangen haben, Aussaugen anders zu interpretieren. Und danach waren die Leute gar nicht mehr so abgeneigt. Oh Gott. Da müssen wir erstmal drauf kommen. Ich glaube, das ist echt ein Alters- und Hormonunterschied. So, jetzt sind wir hier in diesem Asteroidenfeld. Das haben wir entdeckt. Das ist hier. Okay. Können im Augenblick nichts weiter machen. Eine Runde weiter. Jetzt kommen wir hier an. Im Centaurus-System. Werfen einen Blick drauf, was wir hier haben. Einer wäre kolonisierbar. Ja, aber der ist ja schon kolonisiert und wir wollen die Leute doch ihres Leibes entleiben. Aber genau. Bei den Epists funktioniert das noch nicht mal so wahnsinnig gut. Eigentlich müssen wir nur aus dem Bodymod V1.0 das Ganze runterladen und in den Vodiani Bodymod 2.0 einladen. Ich werde ganz schnell ein paar Sonnen abschicken hier. Sammeln wir etwas ein an Wissenschaft. Xenologie ist dann schneller fertig. Einflusspunkte sammeln wir ein. Und eine Ressource. Ist es eine Luxus? Ja, ist eine Luxusressource. Das ist eine Luxusressource, ja. Und wieder raus. Wir haben noch Bewegungspunkte. Nein, keine mehr. Bitte bekehren. Wie bekehren? Der mittlere Button im unteren linken Feld. Ach so, mit denen können wir das auch schon. Ich dachte, die können das gar nicht. Ich fürchte, sie haben die Schiffsausstattung ein klein wenig geändert und auch die Regel. Also das heißt, alle Schiffe der Vodiani können jetzt Lebensessenz ernten oder haben die nur ein Modul jetzt? Was ist das für eine Sorte von Schiff hier? Ein Wheel? Schauen wir uns das mal an im Schiffsdesigner. Blick hier drauf. Und es gibt tatsächlich hier in der Mitte einen Lebensessenz-Slot. Wir können sofort damit beginnen. Obwohl die ja zum Erkunden definitiv besser geeignet sind, aber wenn wir jetzt keine weiteren Bewegungspunkte haben, können wir zwischenzeitlich ruhig ein bisschen ernten. Außerdem sind die Erntemengen sehr viel geringer geworden. Das heißt, die Vodiani waren overpowered vorher? Zu einem gewissen Maße ja. Wenn man alles mit Butterschiffen voll spammen kann, ist es natürlich ein wenig zu stark. Vor allem am Anfang. Sag mal, warum? Ich habe da noch einen Bewegungspunkt hier. Das ist auch Nein, hast du nicht. Das, ach, hier sind du fünf. Verwechselst andauernd die Bewegungspunkte mit den Flottenkommandopunkten. Alles klar. Eine Runde weiter. Jetzt sind wir hier angekommen. Ja, der Lite ist natürlich besser zum religiösen Gedanken um entscheiden. Also solltest du ihn auch noch dort oben schicken. Genau, das ist gar kein Erkundungsschiff. Ich hatte gar nicht genau hingeschaut beim Start der Partie. Ich dachte, es ist wie beim letzten Mal. Zwei Erkundungsschiffe, die keine Lebensenergie gewinnen können, nebeneinander. Stattdessen beim letzten Mal hatten wir zwei Schiffe, die Lebensenergie absaugen. Zum Start, nicht zwei Speer. Ja. Ein Speer und zwei Lebensessenzabsauger hatten wir. Okay, hör mal, mit dem fliegen wir jetzt immer weiter. Warum sollten wir mit dem... Zu spät. Der Schnellklicker war wieder am Start. Der schnellste Rundenstrategiespieler aller Zeiten. Zumindest der nervöseste mitunter. Letztendlich ist das Problem ja, wir können ohne ein neues Mutterschiff zu haben, keinen neuen Planeten kanalisieren. Und wie kriegen wir ein neues Mutterschiff? Indem wir ein paar Leute entführen. Deshalb müssen wir halt in Centaurus uns relativ viel Mühe damit geben, andere Leute zu entführen. Und außerdem kommt in Runde 5 immer bei den Vodiani diese blöde Quest, die dann Piraten spawnt. Und die sind jetzt dummerweise in der Gegend gespawnt, wo du gerade hinfliegst. Nein. Das ist natürlich ganz, ganz ärgerlich. Da müssen wir gleich hin. Und daneben sind gleich die zweiten Planeten.
Ich finde es sowas von ironisch, dass ich dir Geduld predigen muss. Ja, das ist echt ein Witz. Eine Schlacht beginnt und ich denke mal, wir Rückzug. Klicken auf Arrivederci. Ach, er fliegt jetzt leider. Auch noch in den Untergang. Das gibt's doch nicht. Sag mal, wir haben aber echt Glück hier, oder? Wahnsinn. Genial. Wenigstens wissen wir ja, wo wir in Zukunft irgendetwas tun könnten. Wenn wir denn was tun könnten. Also fangen hier mal schön an, Essenzen abzusaugen. Das ist ja echt bitter. Und wir haben jetzt gerade eben was gebaut und unser Held ist ein bisschen besser geworden. Also sollten wir uns hauptsächlich auf Industrie konzentrieren, wenn das denn möglich ist. Ich suche gerade den entsprechenden Button. Ja. Hier ist er. Drohnennetzwerk steht. Und als nächstes ein neues Schiff, ein zweites. Du kannst ja mal gucken, wie viele Runden das dauern würde. 8, das würde ist lange. 8 dauern. Also ich würde erstmal die Xeno-Industrie bauen. Das wären. Jetzt hast du es dummerweise nicht an den ersten Platz geschoben. Und das ist nicht unser Heimatsystem. Mann! Mann! Jetzt aber hier. Was musst du bloß für eine Nacht gehabt haben? Tja, eine, die noch nicht allzu lange zurückliegt. Kurzes Frühstück, eine Tasse Kaffee, jetzt sitze ich hier. Und während es draußen noch dunkel ist, mache ich nämlich mit dir Endless Space 2 auf. Und tue so, als sei ich putzmunter. Ist so alles okay, ich denke schon. Und wieder raus. So, jetzt fehlt nur noch eine Sache. Ja. Wir haben nämlich auch die Forschung beendet. Deshalb können wir jetzt dieses Gebäude bauen, können Titanium abbauen, falls wir welches haben, und nehmen als nächstes. In diesem Fall, weil wir uns ja nicht darauf verlassen können, dass wir irgendwas besiedeln können. Die einzig besiedelbare Welt war jenseits des Piratensystems. Lass uns links unten Multithreaded Management nehmen. Das erlaubt uns, das dafür auszugeben, um Gebäude oder Schiffe zu beschleunigen. Und ein Wunder zu bauen, was man nur einem Imperium bauen kann, was uns deutlich mehr Dust gibt. Denn die Vodiani haben noch eine zweite Möglichkeit, Essenz zu bekommen, und das ist Dust in Essenz umzuwandeln. Hm. Also sollte unsere kleine Piraterie-Religionsaktion mit Missionarcharakter oben fehlschlagen, sollten wir uns schon mal die Ausweichtaktik zurechtlegen. Alles klar. Eine Runde weiter. Gab es sonst viele Änderungen beim Start der Early Access Version, außer denen, an denen wir gerade leiden? Ich fürchte, ich habe kein komplettes Changelog gesehen, und wenn ich eins gesehen hätte, wäre es wahrscheinlich seitenlang gewesen. Also, oh Gott. Das Problem ist auch, wenn man diese Versionen testet, zwischen jedem Mal testen. Kein Kampf? Nein, da ist er doch. Wenn wir jetzt auf Rückzug klicken, wir haben keine 50% der Lebenspunkte, werden uns abgezogen. Wir haben im Augenblick 246 von 615. Wir werden so oder so sterben. Hör mal, dann lieber Kampf und Auto. Ja, dann aber beschädigen wir vielleicht noch einen Gegner, oder? Wir müssen doch nicht zugucken, für unser armes Schiff stirbt voll den ganzen Vodiani in ihrem Missionari. Dann mache ich Watch dran. Weg. Kaputt gehen. Ich klicke auf Halt. Ja, immerhin ein Schiffchen, zwei Schiffchen sind leicht beschädigt. Was hat uns das gebracht? Nichts, außer einem Gefühl, wir haben bis zum Letzten gekämpft. Also man merke, mit den Vodiani in der Heimatkonstellation in Runde 4 nicht weiter bewegen. Okay, einverstanden. Ei, wird gemacht. Und ihr merkt mal wieder, auch wenn es schief läuft, kein Reload, keine Neuaufnahme, bei der man so tut, als ob man der größte Let's Player auf Erden ist. Wir zeigen auch die kleinen Abenteuer, die schönen Abenteuer, die schaurigen Abenteuer, die man genießen kann bei einem Strategiespiel, wenn man zwischendurch sich Frusterlebnisse einfängt. Wir sind ein, glaube ich, ein lebendes moralisches Beispiel für euch, das man ruhig mal durchspielen kann, wenn irgendwann mal etwas schief läuft in einem Strategiespiel. Nicht immer nur reloaden. Eine Schlacht, die setzen sich zur Wehr. Die Leute, die wir hier, deren Lebensessenz wir holen, die setzen sich zur Wehr.
505 Lebenspunkte, deren Schiff unseres hat 555, Angriffswert 27 auf unserer Seite, Defensiv 18 auf der anderen Seite. Ja, wir sind knapp überlegen, denke ich, oder? Ja, allerdings haben sie ein Angriffsschiff, was vielleicht die bessere Winkelabdeckung hat. Ich würde dann darauf gehen zu sagen, wir haben Kurzstrecke, die haben Kurzstrecke wahrscheinlich auch, also lass uns den großen Fall wählen und dann hoffen wir aufs Beste. Vielleicht haben wir ja Glück. Mit zwei Schiffen wäre das kein Problem gewesen, mit einem du musst den langen Fall wählen, nicht den kurzen Fall. Welchen langen Fall? Schlachtplan Nummer 3. Zweimal nach rechts oder einmal nach links? Ach, das ist jetzt auch anders. Nein, das ist genauso wie vorher. Vorher sind wir immer in das Advanced-Menü reingegangen. Ja, dabei siehst du eigentlich genau das Gleiche. Okay, alles klar. Wir kämpfen jetzt. Ja, gleiche Voraussetzungen auf jeder Seite. Hoffen und beten. Daumen drücken. Wenn wir jetzt auch unser zweites Schiff verlieren, bleiben wir bei dem Kurs. Wir ziehen die Partie durch. Oder machen wir dann klein heimlich auch eine Neuaufnahme und niemand wird diese Frage, die ich dir gerade gestellt habe, jemals hören. Das sind solche schönen rhetorischen Fragen, wo die Antwort dabei das Video ist, was die Leute zu sehen bekommen. Liebe Zuschauer, wollt ihr sehen, wie es ausgeht? In der nächsten Folge. Bis dann.